8 Menschen sind bei einem Unfall auf der A3 bei Wiesbaden verletzt worden. Dort waren am späten Dienstagabend 4 Fahrzeuge nahe der Raststätte Medenbach kollidiert. Ein niederländischer Sprinter war mit einem vorausfahrenden Pkw mit Anhänger zusammengestoßen. Durch den Zusammenprall riss der Anhänger ab und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. Ein weiterer Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und musste bremsen. Der hinter ihm fahrende Wagen prallte daraufhin auf das vorausfahrende Fahrzeug. Die 8 Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Wiesbadener Kreuz für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.